Ah! Noch gar nicht allzu lange ist es her, dass wir einen Escape Room gemacht haben, wo Pauli und ich versucht haben, den Weg nach draußen zu finden. Und dann haben wir uns ein bisschen geshit-talkt, warum wir eigentlich beide so dumm sind. Ist das trotzdem richtig? Da war Schlacht. Ja, ich habe schon fertig jetzt. Was ist mit dir? Okay. Und ja, ganz einfach. Jetzt machen wir ein Duell. Wer ist denn besser? Parallel zueinander versuchen wir, aus demselben Escape Room rauszukommen. Wir sind aber auf individuellen Escape Rooms. Das heißt, jeder für sich. Was glaubt ihr, wer wird gewinnen? Lasst gerne ein Like da, checkt Pauli aus und viel Spaß mit dem Video. Ah, nice. Warte, Streamception, Bro. Nice. Warte, jetzt mach ich Cam nach oben. Jetzt mach ich Cam auf die andere Seite hier, so. Jetzt schieben wir so ein bisschen rum. So, das ist diesen einen Eisland, der da nach hinten geht und immer wieder nach oben schiebt. Der Tänzer. Moment. Was ist das, diese Welle? Die Welle ist so stupid. Okay, auf geht's. Also 1 gegen 1 jetzt. 1 gegen 1. Auf komplett Ehre. Ohne Treten, ohne Chat. Naja, das ist schon hart, oder? Was heißt das schon hart? Na, für dich. Ohne Hilfe bist du aufgeschmissen. Wahrscheinlich, oder? Ja, aber du hast Time Advantage, ich bin ja noch stuck. Oh! Ich bin schon da. Nix da stuck. So erschreckt gerade. Wie ruhig es auf einmal ist, es ist full competitive. Pauli, ich kritzel in meine Klokabine. Kritzel dich rein. Pauli und Weasel sitzen auf dem Baum. Sie knutschen rum, man glaubt es kaum. Das Problem, was ich habe. Okay, warte, ich glaube, ich verstehe das. Alles klar. Okay, aber das verstehe ich jetzt nicht. Amena, bin ich fucking retarded? Hä? Was habe ich übersehen? Ich muss einen übersehen, damit ich... Das kann ja nicht... Oh mein Gott. Ich muss... Oh Gott, danke, Alter. Holy shit, bin ich stupid. Ich verstehe. Also, der Schlüssel ist hier reingefallen und ich muss den mit der Air-Compression wieder hochschießen. Das bedeutet, damit ich das mit der Air-Compression machen kann, muss ich diese Rohre hier alle haben. Ah! Mann, ich kann nicht rechnen, das ist unfair. Wirklich. Nein, ich google nicht, wie die Aufgabe geht, Chat. Ich google, wie man diese Gleichung löst, weil ich nicht weiß. Ich kann das wirklich nicht. Welche Gleichung? Wie weit bist du schon? Ich verstehe diese Gleichung nicht. Ich kann, es ist einfach lost. Ich weiß es nicht. Welche Gleichung? Ja, Bro. Ach so. Okay, tschüss. Junge, als ich damals in der Schule, als die Lehrer mir gesagt haben, dass ich das im Leben nochmal brauche und ich sie ausgelacht habe, habe ich nicht gedacht, dass ich irgendwann im Escape Room mit einem fucking 20-jährigen Spiel, der gerade noch in der Schule ist. Das ist asozial unfair einfach. Das ist asozial unfair einfach. Ich habe jetzt mathepower.com Gleichung freistellen, habe ich probiert. Und da kommt 0 raus. Hier sind nur diese Pfeile, hier kann ich einen Screwdriver, eine Wrench und einen Crowbar spawnen. Das haben wir alles schon gehabt. Next up haben wir die Tür. An die kann ich nur klopfen. Ich kann mir vorstellen, ich muss die Gasleitung fertig machen, dann kriege ich den Schlüssel und dann kann ich damit die Tür aufsperren oder so. Beziehungsweise, warte, habe ich irgendwo noch ein Schloss oder so? Nein, ich glaube, es geht mit der Gasleitung und den Schlüssel, dann kriege ich die Tür auf damit. Die Tür ist dann das Ende. Und das Wasser, was mache ich mit dem Wasser, ist die Frage. Das Ding ist, es kann halt sein, dass jetzt alles steht und hängt mit dem Punkt, dass ich eine Zahl brauche, die halt für X oder für Y einzusetzen. Und dass ich das dann erst lösen kann. Und das Problem ist, wenn ich diese Zahl nicht finde, sondern wenn ich die ausrechnen muss, indem ich irgendwas mit der Gleichung mache, dann kann ich es nicht schaffen, weil ich nicht weiß, wie es geht. Ich habe eine Wasserflasche, eine volle, und ich habe einen Wassereimer. Aber ich kann den weder ins Klo kippen, noch vor die Tür stellen oder irgendwie sowas. Das schaut so hin, als würde da noch etwas hingehören. Könnt ihr mir sagen, ich weiß, das ist jetzt ein bisschen Hilfe, aber ist es wirklich nur eine mathematische Lösung, die ich nicht verstehe? Oder ist ein Hinweis, den ich noch nicht finde? Es ist Mathe. Pauli. Ist fertig? Nein, ich kann es nicht fertig machen. Ich weiß nicht, wie ich diese Gleichung löse. Ich habe legit keine Ahnung von Mathe. Ich kann es nicht fertig machen. Ich bin auch dort und ich glaube, dass es nichts mit der Gleichung zu tun hat.
Ich habe jetzt den ganzen Raum, ich bin da seit 15 Minuten nicht, so den ganzen Raum. Und ich habe nichts gefunden und ich habe Gleichungslösung probiert und keine Ahnung was, irgendwas im Web, hat mir nichts geholfen. Und jetzt habe ich Chat... Also für x kannst du minus 3 einsetzen in der Theorie. Wieso in der Theorie? Ja, also die Gleichung ist gelöst, wenn du für x minus 3 einsetzt. Woher weißt du das? Dude, das ist eine Gleichung. Okay, ja. Aber egal. Aber wenn du den Stromkasten aufmachst und auf die Innenseite des Glases schaust, ist es so der Umriss von einem Blatt. Und ich glaube, man braucht zuerst das Blatt, um zu erkennen, wie man welche Tasten man umlegen muss, glaube ich. Ich glaube, das ist die Gleichung vielleicht für irgendwas anderes Gutes oder für gar nichts. Oder wolltest du gerade eher aufgeben? Nein, ich wollte nicht aufgeben. Ich habe gefragt, ob Chat die Gleichung für mich lösen darf, weil ich es nicht kann. Ach so, ja. Sollen sie machen, ja. Okay, gut. Aber du hast mir die Lösung jetzt gesagt, wenn minus 3 richtig ist. Dude, imagine, ich hätte jetzt einfach Nein gesagt. Hauptsache, Adin hat es mir gesagt. Ich so, also selber lösen. Ich meine, es ist selber lösbar. Ich mache gerade ein Duell gegen Pauli, wer der Dümmere von uns ist. Weil er meint, ich bin dumm, jawohl. Ich habe jetzt noch meinen, also ich weiß nicht, ob Pauli den Wassereimer schon gecheckt hat. Weil den habe ich. Irgendwas kann ich mit dem machen. So kriegen wir den nicht auf. Wir haben da noch einen Schalter. Ich weiß halt nicht, wofür der Schalter ist, by the way. Ich muss noch irgendwas in dem Raum machen, was mir dieses Papier gibt oder whatsoever. Keine Ahnung was, aber ich weiß nicht was. Also wir haben x plus 1 ist gleich x plus x durch 3 plus 1. Keine Ahnung, anscheinend ist, nein. Das Ding ist nur so, wie es ich gerechnet habe, steht am Ende 0, also beziehungsweise in einem Zwischenrechenschritt, 0 ist gleich x Drittel. Hier muss Real Talk so eine Art Papier ran. Aber wo kriege ich das her? Ich verzweifle in dem Punkt ein bisschen damit, dass ich nicht weiß, ob in diesem Raum noch irgendwas drin ist, was ich übersehe, was ich nicht glaube, weil ich schaue mir das jetzt legit seit 15 bis 20 Minuten schaue ich mir diesen Raum an und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich hier was übersehen habe jetzt. Ja, das Ding ist, ich habe Raffi gesagt, der Chat darf es für ihn lösen. Ergo, ihr dürft es auch für mich lösen. Ergo, Elias hat's. Ergo, Elias darf es in den Chat schreiben und ich darf es lesen. Auf geht's, Elias. Ich überlege gerade, ob ich das irgendwie anders kabeln muss oder so, oder kann. Ich setze 0 an. Das heißt, legit 0 durch... Ist 0 durch 3... Bleibt das 0? Ja, 1 ist gleich 1. Okay, 0 durch 0. Okay. Ja, okay, das macht Sinn, ja. Es gibt 4 Ergebnisse. Hä? Ich hab das doch vorher auch schon gemacht. Bin ich dumm? Also ja, schön und gut, ich habe jetzt das gemacht, aber was bringt mir das jetzt? Ich bin absolut am Arsch. Real Talk. Ach so, das ist nur für später. Das ist nur für später, weil das Wasser ist jetzt wahrscheinlich... Der Schlüssel ist jetzt hier. Und dann bläst es das hier raus. Es muss die Gleichung sein. Mir fällt sonst nichts mehr ein. Ich probiere jetzt mal die Gleichung mit diesem Gleichungsrechner. Aber statt x nehme ich minus 3. Raffi? Ja? Ding, bei mir im Chat hat einer rausgefunden, wie es geht. Soll ich es dir auch sagen? Die Gleichung oder was? Ja, wie das funktioniert mit der Gleichung. Ja, gerne. Das ist so wie so eine Schleife in der IT. Du musst am Anfang für x0 ansetzen, dann für x1 ansetzen, dann für x2 ansetzen. So mit dem i plus 1. Ja, aber bringt dir trotzdem nichts. Ich weiß ja trotzdem nicht, wie ich es löse. Das habe ich auch schon probiert. Das war der erste Ansatz, den ich hatte, weil ich eher programmieren kann als Mathe. Kein Spaß. Ah, okay, gut. Aber ich weiß, mir bringt es trotzdem nichts, weil ich ja nicht weiß, wie ich die Gleichung löse. Ich kann das nicht rechnen. Aber ich weiß nicht, ob das irgendeinen Unterschied macht. Nein, Real Talk. Ich struggle auch, Digga, don't worry. Ja, bei mir ist es 9 Jahre her, dass ich das gelernt habe. Ich habe keinen Schimmer. Whatever. Ich wollte es weiterlaufen. Okay, ja, danke. Passt. Das war legit, ich habe das zum ersten Mal gesehen und das erste, was ich gedacht habe, wie ich das I gesehen habe, dachte ich, okay, Schleife. Woher wissen wir überhaupt, dass es 4 Ergebnisse gibt? Woher wissen wir das? Wow, Robin. Aber woher? Ja, okay. Das Ding ist, ich habe gegen kein Gesetz verstoßen, weil Raffi nicht an das Agreement getroffen, dass der Chat für uns die Gleichung rechnen darf. Muss ich das mehrmals durchrechnen? Aber wie oft muss ich es durchrechnen? Die Seite haben wir fertig, jetzt fehlt nur noch diese Scheißtür. Und wir haben noch immer nicht genug für, dass wir das da fertig machen. Ergo, wir gehen wieder weiter zur Tür. Weil es wird immer eins mehr praktisch. Solange bis es keinen Sinn mehr gibt irgendwie. Das heißt, die Zahl müsste immer höher gehen. Das heißt, ich müsste mit einer niedrigen Zahl anfangen. So zum Beispiel 3, 5, 7. Halt's mal. Das ist gerade nicht passiert. Ich habe gerade einfach nur logisch gedacht, dass es immer mehr werden muss und irgendwann aufhört. Weil es nicht mehr drauf... Und das ist jetzt nicht passiert. Bro, what the fuck? Aber wie schalte ich den Bums an? Oh. Ja!
Ja, erst! Ah, vielleicht geht jetzt die Tür auf. Also mir fehlt immer noch so eine Gasleitung, so ein Gasrohr. We did it! Yeah! Number one! Number one! Keep thinking, Iceland! Keep thinking! Also ich glaube, ich habe actually urviel übersprungen, ne? Weil bei ihm bin ich erst bei 69%. Ich glaube, ich habe Legend Easter Egg gefunden. Hört ihr das? Ist es verbuggt? Das ist so wrong. Aber schauen wir noch, wie lange braucht zum Lösen. Ich bin fertig, Raffi. Bei mir bist du nicht fertig. Ich bin schon wieder am Ende der Lobby. Was heißt, du bist am Ende der Lobby? Ja, ich bin wieder zurückteleportiert worden an Spawn, wo man Level auswählen kann. Okay, bei mir bist du 69% dann. Ja, das habe ich hier auch gerade gesagt. Was hast du gemacht? Ich bin jetzt gerade bei dem Stand, ich habe die beiden Wasserflaschen und den Eimer da hineingefüllt. Du bist